Wir befinden uns immer noch in der Lachhochschule von Mario Luigi Superstar Saga. Willkommen zurück. Ja, wir hatten beim letzten Mal eine Cutscene erlebt, wo Luke Miller schon dabei ist, ihren Wunsch zu äußern oder kurz davor ist. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Ja, zu unserem Unglück oder zu ihrem Unglück sind immer noch die ganzen Leute in Zombies verwandelt worden, die wir jetzt alle einzeln abgeschlachtet haben. Ist eigentlich ein sehr schweres Vergehen, Mario. Was sagst du dazu? Ja, sicher. Dein Popo kratzt dich auch immer. Egal. Ich habe irgendwas mit Popo verstanden. Von daher. Oh, sind wir schon da? Oh, tatsächlich. Ich dachte, die Lachhochschule wäre noch ein bisschen weiter. Peach, stimme ab! Okay. Die Sternenbohne bekommt einige Schwingungen zu spüren. Doch glücklich scheint sie nicht deswegen zu sein. Was? Hä? Wieso? Warum? Ein unerwartetes Ereignis. Was wird aus unserem Plan? Ach du Schande. Ihr wagt es uns in dieser Situation zu stören. Wir haben keine Zeit, mit euch zu spielen. Gut gemacht, Luigi. Aber warum eigentlich? Wenn ihr doch so wollt, dann kommt doch. Ich puste euch zurück in euer Pilzkönigreich. Och, du Schande. So ein fettes Face und wir sind eigentlich schon da. Was? Alter, die geht ab. Die geht ab. Die geht ja sofort ab. Tonnenschwere Leute? Also, tonnenschwere Mario Luigis. Alter, kannst du jetzt mal halblang... Die hört gar nicht mehr auf anzugreifen. Okay, haben wir noch Nüsse? Dankeschön. Ich denke mal, das wird von Nutzen sein. Ja, aber wie werden wir denn jetzt die Tonnen los? Weil irgendwas sagt mir, wir können nicht draufspringen, wenn uns die, wenn die Brüder halt tonnenschwer sind. Okay, wir versuchen es trotzdem. Ah, wir können nur schwer ausweichen wahrscheinlich, ne? Ach du Schande. Welches ist mein wahres Ich? Wer weiß es? Ihr? Nein! Ach du Schande, ja. Ach du Schande. Kann man das irgendwie erkennen? Die Modelle scheinen alle gleich zu sein. Also die Models, ja, natürlich. Luke Miller ist ein Model. Ein Robin-Model. Nee, aber die haben wirklich keine Unterschiede, ne? Weder an den Zähnen noch irgendwie an den Gesichtern. Wir versuchen es erstmal mit der Mitte. Vielleicht lösen sich die Falschen ja auf, wenn wir sie treffen. Also warst du eine Falsche. Eine falsche Schlange. Oh, und die Tonnen haben sich aufgelöst. Ach, warum ist denn hier so viel los? Luigi, kümmere dich um deinen Bruder. Gib einen Frischwurz rein. Wir haben 15, 13 von. Ach du Schande. Nein. Auf Mario. Ich habe immer Probleme damit. So, hier, für dich. Ziehst dir rein, Alter. Schön durch die Nase. Der letzte Kampf gegen Luke Miller. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir das noch überstehen würden, einen weiteren Treffer. Von daher setze ich eine weitere Nuss ein. Ja, die haben natürlich beide die Möglichkeit, an den Zug zu kommen. Oder an den Zug zu... Ach, keine Ahnung. Wir müssen jetzt nur noch draufhauen. Vielleicht treffen wir jetzt ja die richtige. Wahrscheinlich auch die falsche, ne? Ja, so wie es aussieht, war es sowas von falsch. Ach, Mario. Sei nicht immer vergiftet. Und sie macht sich schon wieder neue Lakaien. Also gut sieht das hier nicht aus. Gut ist was anderes. Frischwurz für Mario selber. Nicht für Beck, sondern für Mario. Och du Schande, das sieht sehr schlecht aus. Aber warum hat die Sternbohne jetzt so reagiert? So merkwürdig. Das ist eine Frage, die wir uns echt stellen sollten. Ja, aber ihr könnt doch nicht alle falsch sein. Du falsche Schlange. Einmal getroffen, schon ist Mario am Ende. Ich verstehe es echt nicht. Haha, okay, ich verstehe schon. Wir sollten uns ein paar Items schnappen. Für Mario erstmal ein Frischwurz. Und Luigi schnappt sich dann direkt den nächsten. Den Pilz für Mario. Ein Superpilz am besten. 50, ja. Genau, das braucht Mario jetzt. Luigi kann sich hinterher heilen. Ich hoffe, er überlebt es. Ha!
Ich habe, glaube ich, deinen Trick jetzt langsam so hinterblickt, ne? Und wir haben noch nicht mal Brüderpunkte, ja? Ist ja wundervoll. Der ganze Kampf läuft vollkommen nach Plan. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ihr jemals irgendwas ausgemacht hat, dass wir sie getroffen haben. Was, wenn wir beide treffen? In einer Runde. Wir müssen eine volle Runde abwarten. Und dann beide nacheinander mit richtigen Angriffen angreifen. Sonst dupliziert sie sich wieder. Dann hat sie natürlich ihre Chance ergriffen. Luigi macht so lange den Sirup für Mario. Wir wechseln uns hier so ein bisschen ab. Dann haben wir nämlich beide die Möglichkeit, eine Brüderattacke zu nutzen und Luke Miller den Garaus zu machen. Ach, gerade noch so. So. Boah, ich bin echt aufgeregt. So, und jetzt dürfte alles klappen. Wenn wir nichts falsch machen, dürfte das auch schon fast ein Schlag sein, der ihr mächtig zu schaffen macht. Okay, das war die Kopie, die wir gerade nicht getroffen haben. Also die wir getroffen haben, war das Original anscheinend. Das heißt, du kannst nur die Richtige sein und du dürftest auch bald tot sein. Aber wir treffen dich ja leider nie. Aber die... Ja gut, langsam habe ich das Timing raus. Was ist jetzt hier langsam? Ich habe es schon raus. Habe ich jetzt mehr als einmal bewiesen. Okay. Du entkommst uns nicht, Luke Miller. Wir werden deine üblen Pläne vereiteln. Jetzt kommst du wieder mit ihren Klonen. Luigi braucht mehr von ihren... von seinem Sirup. Oder mehr Brüderpunkte. Das sollte man immer im Auge behalten. Wenn man jetzt mit Mario angreift und hinterher bemerkt, oh, ja, Luigi hat ja nichts. Wäre das eigentlich nicht weniger wert oder... Ja, ich weiß auch nicht. Ist es immer besser, vorzusorgen? Habe ich die richtige getroffen? Nein, das war wieder die falsche. Eine falsche Schlange. Okay, wir dürfen uns noch nicht mal treffen lassen. Aber es ist gut, dass wir jetzt immer so gut ausweichen. Luigi, ich lass dich jetzt mal erstmal so ein bisschen verrecken. Tut mir leid, aber wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen die echte entlarven. Das war sie. Und diesen kleinen Schaden, den kannst du ruhig einstecken. Hältst du aus wie ein Mann, Luigi. Hältst du aus wie Mario. Okay. Mario kümmert sich jetzt erstmal um Luigis Krankheit, die er gerade bekommen hat. Seine Vergiftung. Oh, echt harter Bosskampf. Luke Miller hat so gut wie nur eine Attacke. Und Luigi, hau noch einmal drauf. Im besten Fall die richtige. Komm. Auch die falsche. Dieses verschlagene Lachen. Boah, ich finde es aber echt geil, wie dieser Kampf einfach mal ewig lang dauert. Dieser Finale. So, Mario muss weitermachen. Selbe Taktik wie vorhin. Wenn es die falsche ist, es ist sogar die richtige. Oh. Jetzt sollten wir uns langsam doch um Luigi kümmern. Denn der Giftschaden wird größer. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein konstanter Schaden. Okay. Selbe Taktik wie vorhin. Frischwurz für Luigi. Bald haben wir keine mehr. Das heißt, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wenn wir eine falsche erwischen. Hops, Brüder. Noch ein paar Mal können wir die Attacke nutzen. Und Bams, bisher war es immer die Mitte. Natürlich ist es diesmal nicht die Mitte. Ja, wundervoll. Wir schaffen es mal wieder. Hops und hops. Ja, wundervoll. Okay. Ich freue mich ja schon, wenn wir das tote Gesicht dieser Hexe erleben können. Machen wir mal die Hacke, Brüder. Ich werde das jetzt erstmal noch ein bisschen üben, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie die Hacke, Brüder, ging. Ist jetzt wieder ein bisschen her, die letzte Session. Können wir für Sidequests nochmal nutzen, denn das scheint ja wirklich das offensichtlichste. Luigi! Jetzt sind beide vergiftet. Ja, nee, ist klar. Ist jetzt ein bisschen kacke. Das muss ich echt zugeben. Das ist jetzt nicht der beste Ausgangszustand. Die hat sogar mehr Angriffe drauf. Ja, deshalb ja. Deshalb ja. Frischwurzen. Wir haben noch 6. Boah, ich muss mir so viele kaufen hinterher. Okay, die heilt sich zum Glück nicht. Das heißt, wir haben nochmal die Chance drauf zu hauen. Und, nimm das, du blöde Hexe. Echt eine Beleidigung.
Ja, ja, du hast nichts mehr drauf. Nichts Neues, ne? Immer die alte Leier. Ja, wobei, wir schaffen es auch nicht immer, sie zu treffen. So, damit muss definitiv nochmal Luigi seine Brüderpunkte bekommen. Was ist das? Was für sture Klempner? Als hätte ich alle Zeit dieser Welt. Bringen wir es zu Ende. Ach du Schande. Ach du Schande. Ich glaube, jetzt sind wir tot, oder? Hoffentlich nicht. Okay, Luigi hat eine Tonne bekommen. Ja, wobei, ich sehe da jetzt echt kein Problem drin. Okay, wir haben keine Nüsse mehr, ne? Platschbrüder können wir trotzdem nochmal nutzen. Sie scheint ja nicht mehr so viel zu haben. Ja, jetzt hat keiner mehr von denen irgendwie was zu sagen. Da würde ich sagen... Na komm, erstmal Heilung. Erstmal Heilung für Luigi. Die hat nämlich eine größere Differenz zur Maximal-KP-Leiste. Leistung. Oder was weiß ich. Und mit Luigi zu springen ist halt echt nervig. Hoffentlich haben jetzt nicht beide eine Tonne. Ja, natürlich. Doch, jetzt haben beide eine Tonne. Und Mario kümmert sich jetzt erstmal um den Sirup für Luigi. Warum für Luigi? Denn der ist als nächstes dran. Dann kann wenigstens er nochmal zum Zug kommen, bevor es Luke Miller tut. Und zack, und einmal drauf, komm! Stirb jetzt endlich! Wundervoll. Gib doch direkt mal Wonderpills Deluxe. Und ein Level Up. Ah, frisch zum Ende des Spiels. Level 18. Ja, um die Brüderpunkte sieht es echt scheiße aus. Würde ich aber jetzt nicht erhöhen. Mario kriegt mal ein bisschen Geschwindigkeit. Da ist auch eine 5 bei. Und wir kriegen die 2. Ja, Mario, toll gemacht. Das Beste hast du jetzt nicht rausgeholt. Was können wir denn hier bei Luigi rausholen? Ja, ich glaube, Luigi braucht viel mehr Geschwindigkeit. Ich habe immer so richtig viel Pech bei Geschwindigkeit. Ja, auch wieder hier. Genau dasselbe. Wie konnte das sein? Herrin Luke Miller, ganz ruhig. Der kranke Krankfried will sie zu Grabe schleppen, oder? Mit dieser Maschine sauge ich eure Energie auf. Nicht dein Ernst. Ach du Schande. Sie lebt noch weiter. In Krankfrieds Maschine. Oh, mein Krankfried. Noch einen letzten Hieb gegen diese Frechlinge. Verstanden. Du willst kämpfen? Oh. Prinz Marmek. Er kämpft gegen uns für oder gegen Krankfried. Schnell in den Keller, da finden wir die Sternbohne. Was? Die Sternbohne ist wild geworden, als sie die Stimme von Prinzessin Peach gehört hat? Nee, nee, nee. Warum die Sternbohne so auf die Stimme reagiert hat? Dahinter steckt ein extrem erstaunliches Geheimnis. Wir können reden, wenn wir die Sternmode wieder an ihren Platz gebracht haben. Schnell, folgt mir ins untere Geschoss. Der wird da wahrscheinlich runtergleiten, genau, auf seinen Teppich. Ah, verzogener Trottel. So, ja gut, er ist immerhin einer der Guten, ne? Aber trotzdem ist er jetzt nicht so der beliebteste Charakter, denke ich mal. So. Ich meine, wie der sein Haar im Wind wehen lässt, ja? Ganz im Ernst. Der ist auch hochnäsig. Korridor. Schon wieder ein Korridor? Warum so viele Korridore? Okay. Finden wir die Lachbohne? Wie heißt die Bohne jetzt? Jetzt habe ich aber komplett alles vergessen. Die Wunderbohne, ne? So hieß sie doch bestimmt. Ach, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wurde gerade 10-mal gesagt, aber ich habe jetzt so eine Hemmung. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr für diesen Part ausreichen. Deswegen, ich meine, wir sind hier in der Lachhochschule, ne? Da kann man schon drauf kommen, dass ich da ein bisschen durcheinander bin. Ist ja auch ein Bohnenland. Ein paar Münzen kann man immer rausholen. Kann man auch immer gebrauchen. Ich habe mich schon gefragt, wann wieder Luigi Mario drankommt. Hat schon ein bisschen was mit Zufall zu tun, ne? Bisschen Trial and Error. Jetzt dürfte aber... Ja, danke schön.
Ich will nicht 10 Minuten lang an so einem Block sitzen. Wir kommen weiter in den Keller voran. Luigi dürfte auch mal in den Boden gerammt werden. Das ist nämlich noch eine weitere Bohne, die wir gerne hätten. Vielleicht haben wir schon wieder genug Bohnen für einen Kaffee, den wir uns brauen können. Bei Starbucks natürlich, da kann man sich die immer selbst brauen. Naja, aber wenn ich mir den Keller so anschaue, sieht das hier ganz nach einem... ja, nach einem Ort aus, wo es noch sehr, sehr weit gehen wird. Ich hoffe nicht, dass es der Fall sein wird. Wir haben auch noch nie gesehen, wie diese Hunde angreifen. Von daher, ja, lass mal machen. Luigi, ich bin sogar gesprungen, jetzt mal im Ernst. Verarschen kann ich mich selber. So. Und wumms, und ich werde getroffen. Aber wir wurden ja jetzt wenigstens durch den Kampf geheilt. Aber ich merke schon, die Brüderpunkte wurden nicht aufgefüllt. Oder doch? Doch, wahrscheinlich auch. Ich habe nur so das Gefühl, dass das jetzt nichts zur Sache tut. Oh, hier gibt es sogar in den tiefsten aller Höllen noch mehr Bohnen. Und weitere Viren. So, ich werde dafür jetzt erstmal den roten zu hauen. Ja, jetzt den gelben. Ach, das ist scheiße. Ja, ich bin bei den Erlenmeyer-Kolben immer noch so ein bisschen zögerlich. Komm her. Aber du musst nicht herkommen, ich spring schon drauf. Ich komme für dich zu dir, ja. Du brauchst dir nicht die Mühe machen. So, damit hat Luigi definitiv was rausgeholt. Und bevor wir uns hier treffen lassen von Gegnern... mit unseren, Ah, scheiße. So, einmal drauf springen. Wir müssen jetzt auf den roten, auf den gelben. Ich meine auf den roten, oder? Nee, ich... So, jetzt bist du gelb und dann sind die auch tot. Das ist auch egal. Läuft alles auf dasselbe hinaus. Ich mache mir schon solche Gedanken von Kämpfen... die im letzten Part stattgefunden haben, ja. Das ist nicht mal so nötig. Boah, hier haben wir richtig viele Bohnen. Ich hasse das ja immer, wenn Mario sie nicht... den Luigi nicht reinbumsen kann. Oder reinschmeißen kann, sagen wir es so. Finde ich immer ein bisschen schade. So, ich denke mal, aber jetzt kann ich die Hackebrüder ausprobieren. Auf den Chompunt. Ja, okay, jetzt. Ich habe es wieder in Erinnerung. Oh, der ist sogar kaputt gegangen. Oder defekt teilweise. Der ist direkt vor mir, der wird da wahrscheinlich nicht mehr so viel anstellen. Bei den Schlagbrüdern ist auch alles einfach B und B. Okay, welche Farbe setzt du diesmal ein? Ja, das habe ich nämlich schon fast gedacht, weil er defekt ist. Weil er defekt ist. Er hat gerade angegriffen, deswegen will ich lieber einen von euch beseitigen. Die dann sowieso gleich am Zug sind. Luigi beendet dann den Rest. Zack. Und Mario dann den nächsten Rest. So. Ja, aber wie sieht's um die Sternbohne aus? Und wie sieht's um unsere KP aus? Ah, bisher wieder gut. Also jetzt wieder gut. Ja, der lange Lulatsch wird das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber ich muss auch erst mal die Charaktere tauschen. So. Wir wissen ja, wenn wir draufhauen mit unserem Hammer, dann spritzt nicht sofort alles raus. ja, klar. Okay. Aber wenn wir drauf springen, spritzt alles raus. Gut. Okay, einmal hochspringen. Ja, nee, also man muss sich auch irgendwie geschickt ausformulieren können, ne? Ich bin auch vor allem gespannt, wie lang dieser Kellerbereich jetzt noch geht, weil das kann ja nicht so sein, dass es hier ewig lang geht. Nee. Ich will das nicht wahrhaben. Denn im nächsten Part werden wir dann definitiv die Sternbohne finden. Und dann auch schauen, was hier los ist. Jetzt ist er nicht kaputt gegangen. Aber kaputt ist er auch nicht. Er kann auch einfach nicht drüber springen. Echt komisch. So, genau dieselbe Taktik wie eh und je. Dann haben wir nämlich einen Witzbold weniger hier. Wir haben aber richtig viele KP aktuell.
Ja, okay, jetzt schaffe ich es überhaupt nicht mehr, rüber zu springen. Die Hunde sind echt ein kleines Problem. Die stellen echt ein Problem dar. Die sollten wir nicht unterschätzen. Gut, Leute, aber jetzt mit Part 19, mit Level 19 werde ich mich jetzt hier verabschieden. Wir haben mächtig aufgelevelt, wir haben mächtig viel erreicht in diesem Part. Wir haben Luke Miller besiegt und unter Umständen werden wir noch viel mehr zu Gesicht bekommen im nächsten Part. Vielleicht passiert ja noch was, wenn wir versuchen, die Sternbohne zu bergen. Sternenbohne, so heißt die doch. Nicht Wunderbohne. Siehst du, wenn ich nicht darauf achte, wenn ich nicht dran denke, dann klappt das schon. Komm, einmal den Bartwert erhöhen. Sogar um 4. Das ist dann auch gut für den Shop. Und gut für unser Glück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.